Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe mir heute was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar wollte ich mal wissen, ob man mit der magischen Scheiße, der Play-Doh-Knete und der intelligenten Knete im Glibby-Slime kneten kann oder ob das unmöglich ist. Um die Frage zu beantworten, habe ich jetzt schon mal was Kleines vorbereitet. Einmal haben wir hier den Schleim. Super eklig. Bin ich mal gespannt, was da gleich passiert. Dann die magische Scheiße. Intelligente Knete. Super Lava. Und Play-Doh-Knete in Orange. Als erstes nehmen wir jetzt mal die magische Scheiße und gehen damit in den Glibby-Slime rein. Die magische Scheiße wird noch klebriger und sehr, sehr flutschig. Also sie bleibt schwer zu kontrollieren. Ich kann sie hier so aus meiner Hand rausschießen. Und kneten funktioniert da wirklich nicht mehr gut, weil sie mir aus der Hand rausschießt. Also die magische Scheiße ist eher nicht geeignet, um die mit in die Badewanne oder in den Glibby-Slime zu tunken. Die wird einfach zu flutschig. Als nächstes nehmen wir mal die Play-Doh-Knete. Mal gespannt, was mit der passiert. So, in den Matsch rein, in den Slime. Und die Play-Doh-Knete wird auch flutschig, aber man kann sie noch ein bisschen kneten, also besser als die magische Scheiße. Sie wird nicht flüssig, wenn man sie in den Glibby-Slime gibt. Aber es ist auch schwer damit zu kneten. Die wird sehr hart und verliert ein bisschen ihre Dehnbarkeit. Also auch eher nicht geeignet wird, in den Slime zu tun. Und als letztes nehmen wir jetzt mal noch die intelligente Knete. Wenn ich es hinbekomme, wenn nicht der ganze Slime an meiner Hand bleibt, dann geht es für die jetzt auch mal noch ab in den Slime. Abtauchen. Ich darf sie nicht verlieren da drinnen in dem ganzen Matsch. Wird auch sehr, sehr flutschig, ähnlich wie die magische Scheiße, aber sie glänzt noch mehr, es kommt mir irgendwie vor, als ob sie noch mehr Glanz bekommt. Sie hat ja vorher schon extrem geglänzt, aber jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr, aber man kann sie auch danach nur noch schlecht kneten. Als Fazit daraus würde ich sagen, keine von den drei Kneten ist dafür geeignet, mit in der Badewanne oder in so einem Topf, wie ich es jetzt hier gemacht habe, mit hineingenommen zu werden. Wenn ihr in der Badewanne Knetspaß haben wollt, dann nehmt einfach nur den Glibby-Slime, der reicht vollkommen aus. Der hat auch viele Eigenschaften, die auch die Knete hat. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, das Video bewertet und natürlich abonnieren nicht vergessen. Und ihr könnt auch gerne euren Freunden mal noch von uns erzählen. Und dann sehen wir uns zusammen in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Bis dann, tschüss!